Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es die zweite der zwei neuen Aquamenta-Sorten. Aquamenta Mangostin soll die Frucht Mangostan sein, die ich bis zu dem Tag, an dem die Dose ankam, einfach nicht kannte. Ja, und damit willkommen zurück. Heute, wie gesagt, die zweite neue Aquamenta-Sorte. Sind ja schon ein paar Tage raus, aber ich wollte trotzdem noch ein Review zu bringen. Heute der Aquamenta Mangostin. Ich würde sagen, wie immer, wir bauen erstmal das Köpfchen, beziehungsweise zeige ich euch erstmal den Kopfbau, weil Köpfchen läuft ja schon. Und da seht ihr Schnitt und Feuchtigkeit und wie ich den Oblaco M Mono Orange gebaut habe. So, Kopfbau vom Aquamenta Mangostin, Mangostan oder wie auch immer man diese Frucht sonst aussprechen mag. So, von dem ist auf jeden Fall noch ein bisschen mehr da als von dem Plum. Was aber erstmal eigentlich nichts fürs Review heißt. Ich habe ihn nur ein bisschen weniger geraucht, muss ich sagen. Aber es hat nichts damit zu tun, wie gut oder schlecht der Tabak ist. Zumindest in diesem Fall nicht. Wir hauen da wieder erstmal locker fluffig Tabak rein, werden den dann gleich verteilen. Wir gehen wieder auf ein gescheites, gutes Noppenkontakt-Setup. Wie gesagt, für Reviews immer mein Lieblingskopfbau. So, das sollte von der Menge her reichen. Dann gehen wir noch mit der Stecherseite hier ran und verteilen das Ganze dann hier noch so ein bisschen. Gucken, dass hier nichts, ja perfekt, nichts ins Wandelloch in der Mitte fällt und schon fällt was rein. Genau, gucken, dass einfach alles gleichmäßig irgendwie ein bisschen verteilt ist. Wir gucken, dass hier nichts auf dem Rand liegt. Ich glaube, hier brauche ich sogar noch eine kleine Gabel. Ansonsten wäre es doch ein bisschen ungleichmäßig. Also packen wir hier mal noch eine kleine Gabel mit hin. So sieht das auf jeden Fall schon besser aus. Er hat tatsächlich mal ein klein bisschen gefehlt. So, das wird auch noch hier mit verteilt. Wie gesagt, gucken, dass jetzt nichts zu nah in der Mitte liegt. Und zum Abschluss gehen wir dann noch einmal am Rand entlang. Gucken, dass hier so Sachen, dass die nicht auf dem Rand liegen. Und dann kann man auch einfach hier mit der Stecherseite da einmal so ein kleines bisschen am Rand entlang gehen, dass uns da auch definitiv nichts unter dem Smokebox-Rand einfach elendig wegverbrennt. Und zu guter Letzt können wir noch einmal so mit der Gabelseite so ein bisschen antupfen, ganz leicht. Also ich habe jetzt wirklich nicht viel Druck, aber nur, dass eventuell einzeln abstehende Blättchen ein bisschen angedrückt werden, damit die nicht alleine besonders viel Kontakt zu einer Smokebox haben. Ja, so ist das Ding fertig. Kalau drauf und let's go das Review. Ja, Kopfbau habt ihr gesehen, Schnitt und Feuchtigkeit habt ihr gesehen. Ganz normal, wie von Aquamenta gewohnt. Angenehme Feuchtigkeit, nicht zu feucht, keine überschüssige Molasse mit dabei. Tipptopp eingezogen, das ganze Schnitt. Ein kleines bisschen auf der groben Seite, aber auch bei dem Mangostan bzw. Mangostin, genauso wie bei dem Plum, nicht so grob, dass ich mit der Schere nachhelfen wollte. Aber könnte von mir aus auf jeden Fall noch ein kleines bisschen feiner sein. Wenn er euch zu grob ist, schnappt euch eine Schere, geht da eine Minute durch und dann habt ihr den Schnitt genauso, wie ihr ihn haben wollt. Zu grob ist nie ein Problem. Setup noch kurz. Ich rauche auf der The Hookah Megatron. Zu der wird auch noch ein Review kommen, deswegen rauche ich die mal ein bisschen. Ne? Muss ja auch wissen, worüber ich dann was sage. Das ist gerade nicht das mitgelieferte Mundstück. Das ist das Viro Forged Carbon Mundstück und wie gesagt, obendrauf Oblaco M Mono in Orange obendrauf, der Lotus 1 Plus mit zwei Tom C26 Goldkohlen drin. So, und als die Sorte ankam, musste ich mir erstmal mein Handy schnappen und erstmal auf Wikipedia gehen, um überhaupt nachzugucken, was Mangostin, wie es im Englischen heißt, oder Mangostan, so der deutsche Name, was das überhaupt ist. Habe ich bis dato nichts von gehört. Ist wohl eine exotische Frucht. So viel hätte man sich schon denken können. Sieht ziemlich fancy aus, soll wohl extrem lecker schmecken. Hoffen wir, dass der Tabak auch so ist. Und sie soll an ein paar Sachen erinnern. Und hier habe ich es nämlich im Internet gefunden. Also im Inneren sind 5 bis 6 Segmente. Es ist übrigens eine Frucht der Gattung Beeren. Und der Geschmack soll leicht an Ananas, Orangen und Weintrauben erinnern. So viel auf jeden Fall zu dem Vergleich. Also an sich ist das Ganze natürlich eine komplett eigenständige Frucht, aber wenn man sie mit irgendwas vergleichen soll oder muss, dann werden da oft eben diese drei Obstsorten genannt. Also Ananas, Orange und Weintrauben. Traube bin ich ja immer direkt mit am Start. Orange meistens nicht so mein Fall. Ananas eigentlich gut, normal, bis jetzt selten gut getroffen in Tabak, aber der Aquamenta Pineapple war der vermutlich beste
Virginia Pineapple, den es auf dem Markt gibt. Deswegen sind wir mal gespannt, aber ich würde sagen, wir riechen dran. Ich versuche euch Mangostan so ein bisschen zu beschreiben und wir gucken mal, ob wir die von Edeka beschriebenen Geschmacksrichtungen da auch rausschmecken können. Also, wenn man gerade noch das mit der Ananas gehört hat und man dran riecht, kann man da auf jeden Fall so eine kleine Brücke bauen. Orange. Ehrlich gesagt null. Es ist so eine leichte Säure, die an Zitrusfrüchte erinnert mit drinne. Aber ein wirkliches Orangenflavor oder ein Orangengeschmack hat man da eigentlich nicht mit drinne. Weintrauben könnte ich jetzt so interpretieren, dass die Süße, die man da rausriecht, dass die von den Weintrauben, also es soll ja auch keine Aufteilung zwischen den drei Sorten sein. Es soll ja wirklich einfach nur diese eine Frucht sein. Aber um das so ein bisschen zu umschreiben, hangel ich mich da so ein bisschen an diesen drei Früchten entlang. Aber Weintraube, nee, Orange, nee, Ananas, ja, diese säuerliche Note, die da mit drin ist, könnte man so ein bisschen als Ananas interpretieren. Kurzum, es ist eine leckere, exotische Frucht, die man wahrscheinlich nicht anders beschreiben kann, als es riecht nach Mangostan. Stelle ich mir zumindest so vor, weil ich habe nie Mangostan gegessen oder gesehen oder gerochen oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall riecht der Tabak aber sehr, sehr gut und wie gesagt nach einem exotischen Fruchtmix mit einem Hauch von der klassischen Aquamenta frische Note. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal den Rauch an. Raucht sehr, sehr gut und raucht sich sehr, sehr gut. Das heißt, ihr habt weder ein Drücken noch ein Kratzen, lässt sich sehr, sehr angenehm rauchen. So, nachdem wir den Geruch hatten und uns auch den Rauch angeguckt haben, Schnitt, Feuchtigkeit und Co. hatten wir ja schon vorher. Zwischendrin noch eine wichtige Anmerkung. Ich habe es ja schon bei dem Review zu Aquamenta Pflaume gesagt, aber Aquamenta endlich wieder mit Label. Das ist schon mal Punkt 1. Sehr, sehr geil, dass wieder die Label drauf sind und man nicht einfach nur eine Blankodose bekommt. Aber Aquamenta auch endlich wieder komplett fertig angemischt. Ja, das heißt, ihr müsst nicht mehr extra einen Shot dazu kaufen, der dann da dran muss. Der Tabak kommt perfekt rauchfertig zu euch. Aber nachdem wir die ganzen Punkte abgearbeitet haben, würde ich sagen, kommen wir als nächstes mal zum Geschmack. Und der Geschmack ist sehr, sehr, sehr ähnlich zum Geruch. Das heißt, man hat so eine leichte Säurenote, die man als Ananasnote interpretieren könnte. Eine Orange schmecke ich nicht wirklich, aber es hat so einen leichten Zitrusbeigeschmack auf jeden Fall. Also es erinnert so an die Kategorie Zitrusfrüchte. Und es hat auch eine süße Note, die aber im Geruch stärker kam als im Geschmack. Das heißt, nur eine ganz leichte süße Note mit am Start. Beziehungsweise glaube ich, dass die Aquamenta frische Note, die da mit dabei ist, die süße Note so ein bisschen, dass sie sich so ein bisschen auspendeln. Das heißt, er ist ganz leicht auf der säuerlichen Seite, die Süße im Zaum gehalten von der kühlen Note, aber sehr, sehr schön abgestimmt das Ganze. Also es ist auf jeden Fall ein rundes, schönes Bild. Geschmacklich für mich wieder, es schmeckt nach einer exotischen, sehr leckeren Frucht, aber es ist für mich wirklich fast undefinierbar. Wie gesagt, ihr habt eine Säurenote, ihr habt eine süße Note und ihr habt diese kühle Note. Die kühle Note und die süße Note, die pendeln sich so ein bisschen aus. Das heißt, es geht ganz leicht in die säuerliche Richtung, aber auf keinen Fall zu viel. Es schmeckt einfach wie eine leckere, exotische Frucht. Und ich glaube, viel besser kann ich das an dem Punkt auch einfach nicht erklären. Ich glaube, man muss einfach Mangostan gegessen haben, um zu verstehen, wie der Tabak schmeckt. Zumindest stelle ich mir das so vor, weil ich habe bis heute auch noch keinen Mangostan probiert. Aber der Tabak macht auf jeden Fall Lust drauf, dass ich auch mal die Frucht probiere. Ich hoffe, das kurze, knappe Review zu der zweiten neuen Aquamenta-Sorte hat euch gefallen. Ich weiß, ich bin spät dran, aber einige wollten trotzdem noch meine Meinung zu dem Tabak hören. Deswegen haben wir das an der Stelle abgehakt. Ich hoffe, ihr hakt noch den Like-Button ab und auch noch den Abo-Button. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.